In diesem Video möchte ich dir eine Partie zeigen, die für viele die schönste Schachpartie aller Zeiten ist. Und ob du das auch so siehst, kannst du nach diesem Video selber beurteilen. Es ist die Partie Georg Rotlewi gegen Akiba Rubinstein, gespielt 1907 in Lodz, Polen. Und sie wird auch gerne als Rubinsteins unsterbliche Partie bezeichnet. Akiba Rubinstein war am Anfang des 20. Jahrhunderts einer der stärksten Spieler weltweit und deshalb sehen wir die Partie auch aus seiner Sicht, aus der Sicht von Schwarz. Wir steigen ein. Rotlewi öffnete mit D4, D5, Springer F3, E6, E3, C5, C4. Es wird direkt im Zentrum gespielt. Beide Seiten entwickeln ihre Figuren. Soweit, so gut. Wir sehen eine komplett symmetrische Stellung bisher. Jetzt bricht Weiß die Symmetrie mit D schlägt C5. Läufer schlägt C5 zurück. Weiß spielt A3, möchte hier gerne B4 vorbereiten. Und Schwarz spielt seinerseits A6, um auch das Feld B5 zu kontrollieren. Weiß erwidert B4, der Läufer zieht zurück nach D6, Läufer B2, kurz Rochade. Und so weit, so gut, beide Seiten haben recht natürliche Züge gespielt. Jetzt spielt Rotlewi mit Weiß einen ungewöhnlichen Zug, nämlich Dame nach D2. Die Dame steht dort nicht besonders gut und damit verstößt Rotlewi auch ein bisschen gegen die goldenen Eröffnungsregeln, wo es heißt, erst einmal Leichtfiguren entwickeln, erst einmal König in Sicherheit bringen, also rochieren, bevor man die Dame zieht. Deshalb wäre es hier wohl besser gewesen, einmal auf D5 zu schlagen und dann Läufer E2 zu spielen, kurz Rochade vorzubereiten. Und die weiße Stellung ist ein Tick angenehmer, nicht viel passiert. Ansonsten ist vermutlich das Feld C2 hier sinnvoller oder später, nachdem der Läufer entwickelt, wird das Feld E2. Und genau das tut jetzt Rubinstein. Er stellt seine Dame hier nach E7 und bereitet auch den Turmzug nach D8 vor, um sich dort der Dame gegenüberzustellen. Wiederum sollte Weiß vermutlich am besten einmal auf D5 schlagen und dann den Läufer nach E2 entwickeln. Und es wäre eine recht normale Stellung weiterhin. Läufer D3 ist nicht so gut. Warum? Weil jetzt Weiß mehrmals noch den Läufer ziehen muss. Das ist auch eine typische Technik, die du ja merken kannst. Schwarz wartet darauf, dass Weiß den Läufer zieht und erst jetzt schlägt er auf C4, denn Weiß muss noch einmal den Läufer ziehen, er ist jetzt angegriffen. Der Läufer schlägt C4 und jetzt direkt B5 und noch einmal muss der Läufer ziehen. Und das ist auch so eine typische Sache in Eröffnungen, die du dir merken kannst. Man möchte eigentlich nicht dieselbe Figur mehrmals direkt am Anfang der Partie ziehen, denn dann vernachlässigt man die anderen Figuren. Und hier ist das beispielsweise der König, der immer noch nicht rochiert hat. Beispiel Läufer nach D3 und nun Turm D8 stellt sich hier der Dame gegenüber und Weiß muss noch einmal einen Zug aufwenden, um aus dieser lästigen Gegenüberstellung herauszuziehen. Er spielt Dame nach E2. Läufer B7. Kurz Rochade. Endlich hat es Weiß geschafft, seine Entwicklung zu vollenden. Aber wir sehen, in dieser fast komplett symmetrischen Stellung hat Schwarz schon einen extra Zug, nämlich den Turm auf D8 auf einer offenen Linie. Dort gehören die Türme hin. Und er ist jetzt noch einmal am Zug. Er hat quasi zwei Züge mehr bekommen, dadurch, dass Weiß so ungünstig gespielt hat mit der Dame und dem Läufer. Und Rubinstein ergreift nun die Initiative. Mit dem Zug Springer E5 möchte er den Verteidiger des Königs hier abtauschen, den Springer auf F3 und seinen Läufer aktivieren. Springer schlägt E5, Läufer schlägt E5 und hier sollte Weiß vermutlich den Turm nach D1 stellen und er würde zwar schlechter stehen, aber es wäre noch nicht so schlimm. Stattdessen spielt Rotlewi einen sehr verpflichtenden Zug, den Zug F4. Warum ist das kein guter Zug? Nun, mit diesem Bauernzug schwächt Weiß seinen König, denn er hat nicht mehr so einen guten Schutz. Diese Diagonale wird ein wenig geschwächt, was auch eine große Rolle spielt später in der Partie. Und auch diese Diagonale ist jetzt anfälliger für die schwarzen Figuren, vor allem den Läufer auf B7. Mit Bauernzügen, vor allem vor deinem König, möchtest du in der Regel vorsichtig sein, weil man Bauernzüge nicht zurückziehen kann. Bauern ziehen niemals rückwärts und deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen. Der Läufer zieht hier zurück nach C7. Der Läufer kann zurückziehen im Gegensatz zum Bauern. Jetzt E4. Weiß zieht weiterhin seine Bauern nach vorne, aber tatsächlich freut das Schwarz eher, als dass es ihn irgendwie hier stört. Turm AC8. Ich finde auch sehr schön, wie Schwarz alle Figuren benutzt. Der Turm auf A8 hat auch nicht gezogen und Schwarz bringt ihn auch in die Partie. Und das kannst du selber in deinen Partien ähnlich machen.
Aktiviere alle deine Figuren. Alle Figuren wollen irgendwie teilhaben am Spiel. Und hier sollte Weiß endlich mal einen Turm in die Mitte stellen, den Turm nach D1 beispielsweise. Auch dann wäre seine Stellung schwierig, aber sie wäre noch nicht verloren, wie nach E5. Und du siehst jetzt auch hier an der Seite, die Engine-Leiste zeigt an, Schwarz steht nun komplett auf Gewinn nach dem Zug E5. Weiß greift den Springer an auf F6, aber die schwarzen Figuren stehen jetzt allesamt perfekt, dass er hier einen gefährlichen Angriff starten kann. Schwarz entgegnet mit Läufer B6 Schach. Hier sehen wir, warum das Vorziehen der Bauern Nachteile hatte. Jetzt kann hier der König angegriffen werden mit dem Läufer. Der König zieht zur Seite mit König H1 und es geht weiter nach vorne mit dem Zug Springer G4. Der Springer zieht auf ein kontrolliertes Feld, aber das ist möglich, weil nach dem Schlagen der Dame hier der Turm direkt den Läufer wieder schlagen könnte auf D3 und damit wird auch der Turm aktiviert und das ist extrem stark bereits, denn nicht nur greift Schwarz zweimal den Springer an auf C3, sondern er droht auch auf die zweite Reihe zu gelangen. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, aber ein Turm auf der zweiten Reihe oder auf der siebten Reihe, je nachdem, wo man spielt, ist extrem unangenehm und hier führt das direkt zum Gewinn für Schwarz, denn Schwarz greift nicht nur den Läufer an auf B2, sondern auch den Punkt G2. Das heißt, wenn Weiß den Läufer zurückzieht, dann könnte Schwarz hier beispielsweise auf G2 schlagen. Weiß müsste die Dame geben gegen Turm und Läufer und dann wäre es eine Gewinnstellung für Schwarz. So kam es in der Partie allerdings nicht. Weiß entgegnete stattdessen den Zug Läufer E4, um auch einen dieser gefährlichen Läufer mal abzutauschen. Aber Schwarz geht weiter nach vorne. Dame H4. Und was droht jetzt? Es droht matt in einem Zug. Schwarz droht auf H2 zu schlagen mit seiner Dame und damit matt zu setzen. Und Weiß hat nur zwei Möglichkeiten, das zu verhindern im Prinzip, also auf sinnvolle Art und Weise, nämlich entweder H3 oder G3. In der Partie spielte Rod Levy mit Weiß G3. Wir schauen uns einmal kurz an, was nach H3 passieren würde. Hier kracht es auch direkt. Schwarz schlägt den Springer auf C3. Warum tut er das? Der Springer war eine Verteidigungsfigur des Läufers. Nach Läufer schlägt C3, schlägt jetzt Schwarz auf E4 und Weiß kann nicht wie davor mit dem Springer widerschlagen, weil der Springer nicht mehr auf dem Brett ist. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, ich kann doch mit der Dame schlagen, aber das erlaubt ein Matt in wenigen Zügen. Wie würde Schwarz hier matt setzen? Halte gerne einmal das Video an und denke darüber nach. Die Dame zieht nach G3 und jetzt droht wiederum dieses Matt auf H2, unterstützt vom Springer. Was kann Weiß tun? Nun, er schlägt den Springer auf G4, damit hat er dieses Matt abgewendet, aber jetzt kehrt die Dame zurück nach H4 und es ist matt auf der H-Linie. Keine Figur kann sich dazwischen stellen und der König kann nicht nach G1, weil der Läufer hier über die Diagonale dieses Feld kontrolliert. Schwarz gewinnt. Hat bereits gewonnen. In dieser Stellung, die übrigens, das alles kam nicht in der Partie, könnte Weiß noch besser auf G4 schlagen, um diesen lästigen Springer zu eliminieren. Aber jetzt würde auch Schwarz gewinnen, denn nach dem Abtausch spielt er den starken Zug Turm D3, greift den Läufer an und hat noch eine andere Drohung. Vielleicht siehst du es. Was kann Schwarz hier spielen, wenn Weiß den Läufer deckt? Es ist matt in einem Zug. Hast du es gesehen? Turm nach H3. Und ich finde auch hier wieder sehr ästhetisch, wie die Läufer und der Turm zusammenspielen, um den weißen König matt zu setzen. Der Turm darf nicht geschlagen werden, weil der Läufer diesen Bauern fesselt und der König kann nicht nach G1, weil, wie auch eben schon, der Läufer dieses Feld kontrolliert. Das heißt, in dieser Stellung sollte Weiß einen anderen Zug spielen mit König H2. Schwarz schlägt auf C3, hat nun zwei Läufer gegen den Turm und eine komplette Gewinnstellung. Das wäre allerdings immer noch das Beste gewesen, was Weiß hätte tun können. Also das waren die Varianten nach dem Zug H3. Jetzt folgen wir weiter der Partie. Dort folgte G3. Und jetzt geht es so richtig ab. Und deshalb gilt die Partie als eine der schönsten, wenn nicht die schönste aller Zeiten. Weiß hat gerade die Dame angegriffen, aber Schwarz muss darauf nicht reagieren. Und wenn du magst, kannst du hier auch wieder selber aktiv mitmachen. Was spielte Schwarz stattdessen, statt die Dame hier zu ziehen? Halte gerne das Video an. Er opfert wiederum
auf C3. Diese Verteidigungsfigur. Unglaublich. Er lässt die Dame hängen auf H4, gibt sie ab. Aber alle schwarzen Figuren nehmen hier am Angriff teil. Und deshalb funktioniert das wunderbar für Rubinstein. Weiß schlug auf H4. Andere Züge ergeben wirklich nicht viel Sinn. Wenn Weiß den Turm schlägt, dann kommt es, wie wir es ähnlich auch schon eben gesehen haben. Schwarz schlägt auf E4 mit Schach, die Dame schlägt zurück. Und jetzt deckt die Dame nicht mehr das Matt auf H2 und deshalb schlägt Schwarz und setzt Matt. Das war im Übrigen die Idee gewesen von dem Zug G3, dass hier die Dame dieses Feld auf H2 deckt. Also Läufer schlägt C3, führt ziemlich schnell zum Matt. Und Läufer schlägt B7, ja, das könnte Weiß spielen, aber Schwarz schlägt jetzt ein auf G3, hat hier nicht mal Material weniger. Er hat sogar bereits einen Bauern gewonnen. Der Angriff ist im vollen Gange mit allen schwarzen Figuren und das überlebt Weiß hier nicht besonders lange. Wir kommen also zur Partiefortsetzung. Weiß nimmt das Damenopfer an. G schlägt H4. Und welcher Zug kommt jetzt? Das ist für mich einer der schönsten Züge aller Zeiten, was auch diese Partie ausmacht. Denke gerne selber nochmal darüber nach, wenn du magst. Schwarz gießt nochmal mehr Öl ins Feuer. Er spielt den Zug Turm D2. Unfassbar. Der Turm hängt noch auf C3 und der Läufer hängt auch auf B7. Egal. Ich bringe diesen Turm jetzt auch noch nach vorne und das gefällt mir so gut an dieser Partie, wie alles jetzt passt. Alles harmoniert miteinander und Weiß kann sich nicht mehr erwehren. Es ist bereits matt in 7 Zügen, wird mir hier angezeigt, aber das wäre natürlich auch nur dann, wenn Weiß jetzt wirklich alle Figuren irgendwie opfert, um das Matt hinauszuzögern. Was ist hier los? Was passiert? Gehen wir mal die verschiedenen Züge durch. In der Partie folgte Dame schlägt D2. Was hat Weiß für andere Möglichkeiten? Falls der Springer hängt auch, also eigentlich hängen fast alle schwarzen Figuren hier, das macht es irgendwie aus. Weiß hat wirklich die Wahl, er kann die Türme schlagen, er kann den Springer schlagen, den Läufer schlagen, aber egal welche Figur er schlägt, er verliert. Unglaublich. Dame schlägt G4, jetzt Läufer schlägt E4 Schach und was soll Weiß tun? Turm F3, dazwischen noch, aber Turm schlägt F3 und es ist hier sehr bald matt. Es droht Turm F1 matt und wenn Weiß schlägt, dann setzt der Läufer matt. Also dieses Schlagen haben wir ausgeschlossen. Was ist mit den anderen Schlagmöglichkeiten? Läufer schlägt C3, könnte man ja auch überlegen. Jetzt spielt Schwarz Läufer schlägt E4 Schach. Und der Punkt ist, wenn Weiß diesen Läufer schlägt, dann folgt das Matt auf H2. Schwarz hat nur noch 3 Figuren übrig, den Rest hat er geopfert, aber diese 3 Figuren reichen aus. Der Springer deckt den Turm und der Turm setzt das Schach und der Läufer kontrolliert wie immer dieses Feld auf G1 und damit ist es Schachmatt. Was bleibt noch an Schlagmöglichkeiten? Läufer schlägt B7, hatten wir noch nicht, aber jetzt bedient sich Schwarz auf E2 und es droht wiederum dieses Matt auf H2, deshalb hat Weiß keine Zeit, den Turm zu schlagen. Und wenn er den Läufer zurückbringt, dann kann Schwarz hier auch nochmal nachsetzen, beispielsweise mit Turm CC2. Und hier geht weiteres Material verloren und Schwarz gewinnt. Ich hatte ja vorhin gesagt, ein Turm auf der zweiten Reihe, der kann schon extrem stark sein. Verdopple das nochmal, wenn 2 Türme auf der zweiten Reihe sind, dann wird es wirklich brandgefährlich. Wir kommen zur Partiefortsetzung. Weiß spielte Dame schlägt D2. Und jetzt sehen wir die Idee von dem Turmzug. Die Dame sollte abgelenkt werden von der Deckung des Läufers. Erst wurde der Springer eliminiert, der den Läufer verteidigt hat, und dann die Dame abgelenkt. Und jetzt greift Schwarz auf E4 zu und die Läufer sind hier einfach unheimlich stark auf den Diagonalen. Die Dame zieht dazwischen und jetzt beendete Rubinstein die Partie in Style, sehr elegant. Er schlägt nicht auf G2, das würde auch gewinnen, sondern er spielt ganz cool den Zug Turm H3. Sehr, sehr schöner Schlusszug. Der Turm zieht rüber und Weiß kann einfach dieses Matt auf H2 nicht verhindern. Das hatten wir auch schon in einer anderen Variante gesehen. Wenn Weiß auf E4 schlagen würde, dann setzt Schwarz Matt auf H2. Das wollte sich hier Rod Levy nicht mehr zeigen lassen mit den weißen Steinen. Er gab in dieser Stellung auf und somit hatte Rubinstein mit Schwarz hier die Partie gewonnen. Wie hat dir diese Partie gefallen? Ist es für dich die schönste Schachpartie aller Zeiten? Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Für mich ist es einfach eine unglaubliche Partie und es hat mir sehr viel Freude bereitet, sie euch zu präsentieren.
Wenn dir das Video und die Partie gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da und wenn du weitere Videos wie dieses hier sehen möchtest oder benachrichtigt werden möchtest, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann kriegst du immer direkt eine Nachricht, wenn ich neue Videos hochlade. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut, ciao.